Die Hells Angels waren zerfallen. Durch einen Kronzeugen wurde der Club so stark geschwächt, dass sie ihre ganze Macht verloren hatten. Doch der neue nationale Präsident Walter Stadnik hatte wohl andere Pläne mit seinem Club. Er wollte sie wieder zur alten Machtposition bringen und sogar noch mächtiger machen. Was soll man dazu sagen, außer dass es ihm gelang? Durch die Arbeit von Stadnik wurde der Club mächtiger denn je, doch er hatte auch mit Problemen zu kämpfen. Auch in seinen Reihen hatte sich ein Verräter entlarvt, was auch zu seinem Fall führen könnte. Doch darauf werden wir ein bisschen später eingehen. Der beste Weg, um meine Arbeit auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten. Und wenn ihr Lust auf Geschichten aus der Unterwelt habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Damit starten wir in die Geschichte. Volodymyr Stadnik, aber nennen wir ihn in diesem Video Walter Stadnik, so wie ihn jeder nannte. Er wurde am 3. August 1952 auf der oberen Seite von Hamilton geboren. Walter war der Sohn von ukrainischen Einwanderern und sein junges Leben war ziemlich überschaubar. Sie lebten in einem Arbeiterviertel, das aber auch für seine hohe Kriminalitätsrate bekannt war. In der Grundschule änderte er schon einige Sachen, die ihm wichtig waren. Er wollte nicht mehr Volodymyr heißen, daher sollten ihn alle ab diesem Zeitpunkt Walter nennen. Er wurde als Kind wie folgt beschrieben. Walter war ruhig und wohlerzogen und dazu besuchte er regelmäßig die örtliche Kirche. Er war eigentlich ein ganz normales Kind und damals konnte wohl niemand ahnen, in welches Leben er später noch eintauchen würde. Ein ehemaliger Lehrer sagte auch über ihn, er hatte eindeutig eine hohe natürliche Intelligenz, aber er war unmöglich zu motivieren, es war fast so, als wollte er nicht erfolgreich sein. Walter schlug dann in der Highschool einen Weg ein, den wohl so ziemlich niemand erwartet hatte, denn er wurde in den 70ern in seiner Schule als der örtliche Drogendealer bekannt. Damals erhielt er auch seinen Spitznamen Nugget. Ein späterer Ermittler sprach davon, dass er diesen Spitznamen erhalten hatte, weil er immer ein Nugget Hasch zu verkaufen hatte. In der Highschool wollte er auch wohl auf sich aufmerksam machen, denn er kleidete sich immer auffällig und trug bunt und er hatte auch immer Ringe und Ketten. Ein Merkmal von Stadnik war jedoch, dass er ziemlich klein war. Diejenigen, die ihn aus der Highschool kannten, sprachen später darüber, dass er zwar klein war, aber dass er trotzdem ein harter Kerl war. Als er noch ein Teenager war, hatte er sich auch dazu entschieden, welchen Weg er in seinem Leben wählen würde. Damals waren die Rockerclubs ziemlich populär in der Gegend und auch Stadnik wollte ein Teil dieser Kultur werden. Sein erster Weg in die Szene waren die Cossacks. Diese hatten ein besonderes Merkmal. Sie hatten alle lange Haare und sie stochen sich Löcher in die Helme, damit man diese auch sehen konnte. Die Cossacks hatten auch ukrainische Wurzeln und daher waren sie perfekt für Stadnik. Doch in den 70ern kamen auch die ersten Probleme auf ihn zu. Es ist klar, dass wenn man ein Dealer ist, dass die Behörden eines Tages auf die Spur kommen würden und so klopfte es auch bei ihm. Er wurde erwischt mit Rauschgift und daraufhin wurde er festgenommen, doch er kam auf Kaution wieder frei. Doch kurze Zeit später wurde er wieder einmal festgenommen, denn er wurde wieder einmal erwischt. Es fand auch eine vorläufige Anhörung statt, wo darüber gesprochen werden sollte, ob dieser Fall überhaupt vor Gericht gehen sollte. Denn die Menge, mit denen Stadnik erwischt worden war, waren ziemlich gering. Auch die Freunde von Stadnik würden zu diesem Termin erscheinen und dabei meine ich natürlich seine Rockerfreunde. Sie benahmen sich aber dementsprechend und daher wurden sie aus dem Saal verwiesen, doch es ging weiter. Als sie draußen waren, sahen sie einen Polizisten, der gegen Stadnik aussagen sollte und daher beschimpften sie ihn. Es ging sogar so weit, dass eine Schlägerei im Flur entstanden war. Stadnik wurde wegen Drogenbesitzes mit der Absicht des Verkaufs verurteilt, was wahrscheinlich nicht gerade überraschend war nach den ganzen Ereignissen. Doch nun kommen wir zu einer wichtigen Person der späteren Geschichte, denn Stadnik war anfangs noch mit Mario de Warp Parente befreundet. Die beiden würden später bittere Erzfeinde werden. Parente war damals der Präsident des Hamilton Chapter des Satan's Choice MC. Damit hatte er auch anfangs noch einen mächtigen Verbündeten. Der Satan's Choice war in den 60ern und 70ern der mächtigste Rockerclub in Ontario und das auch ohne große Konkurrenz. Stadnik hatte sich auch erhofft, dass er ein Teil der mächtigsten Rockergang werden könnte und da er mit dem Boss befreundet war, war es wohl kein Problem für ihn. Doch falsch gedacht. Parente lehnte Stadniks Anfrage ab, dass er dem Club beitreten wollte, mit der Begründung, dass dieser einfach zu klein war. Damit war auch die Freundschaft der beiden hinüber. Sie gerieten in einen Streit. Stadnik musste nach neuen Optionen suchen, denn er wollte in der Szene aufsteigen und die Cossacks waren ein Club, der wahrscheinlich nie eine große Rolle spielen würde. Es gab noch die Wild Ones.
Diese waren etablierter wie die Cossacks und daher wäre es auch ein Aufstieg für Stadnik, wenn er diesen beitreten durfte. Dieses Mal gelang es auch und er wurde ein Teil der Cossacks. Stadnik war dafür bekannt, ruhig zu sein, nie zu rauchen oder Drogen zu nehmen und er trank auch nicht viel. Doch Personen, die ihn von früher kannten, sprachen davon, dass Stadnik sich schon bemühte, nach außen hin einen guten Eindruck zu machen. Er war wohl sehr bemüht, dass er als ein Hardcore-Rocker durchgehen würde. Ende der 70er Jahre gab es dann eine gewaltige Wende in der Rockerszene. Der Popeyes MC war generell einer der gefürchtetsten und gewalttätigsten Clubs in Montreal. Die Hells Angels hatten es geschafft, diese davon zu überzeugen, einen Patchover zu vollziehen und daher entstand das erste Hells Angels Charter in Kanada. Parente hatte mit seinen Satan's Choice auch ein Ziel, denn er sorgte dafür, dass sie zu den Outlaws wechselten. So wurde auch die amerikanische Fehde nach Kanada gebracht. Daher dauerte es auch nicht lange, bis die Situation eskalierte. Am 17. Februar 1978 begann dann der Rockerkrieg zwischen den Hells Angels und Outlaws. Der Konflikt begann, als Yves Apache Trudeau zwei Outlaws in Montreal erschossen hatte. Die Rockerszene eskalierte und jeder musste seine Seiten wählen oder neutral bleiben. Ende der 70er wurde Stadnik dann zum Anführer der Wild Ones. Zu dieser Zeit waren die Rockerclubs noch der Mafia untergeordnet. Daher wurden die Rocker immer wieder eingesetzt, um die Drecksarbeit von den mächtigen Organisationen zu machen. Die Wild Ones waren besonders dafür bekannt, dass sie für die Mafia die Schutzgelderpressung erledigten. Stadnik hatte nun die Macht in seinem Club und daher wollte er auch dafür sorgen, dass sie mächtiger werden. Daher nahm er auch Kontakt mit Yves Boutor auf, der damals der nationale Präsident der Hells Angels war. Er wollte mit ihm besprechen, ob die Wild Ones einen Patchover zu den Hells Angels vollziehen könnten. So würden die Wild Ones zu den ersten Hells Angels Charter in Ontario werden. Die Outlaws bekamen natürlich auch davon mit und sie wollten alles tun, um zu verhindern, dass die Hells Angels nun auch in Ontario die Macht übernehmen würden. Die Hamilton-Gruppe der Outlaws begann damit, die Wild Ones aus dem Weg zu räumen. Es wurden insgesamt 5 Mitglieder der Wild Ones aus dem Weg geräumt und daher lösten sie sich auch auf. Stadnik wollte aber noch nicht aufgeben und daher bemühte er sich, immer noch ein Hells Angel zu werden. Er reiste auch nach Montreal, um Boutor und die anderen wichtigen Anführer der Hells Angels zu treffen. Doch was er nicht wusste, die Outlaws hatten für dieses Treffen eine Falle vorbereitet. Zwei amerikanische Outlaws waren den Angels gefolgt und hatten die Bar betreten, wo das Treffen stattfand. Die beiden Outlaws fackelten nicht lange herum und es wurden direkt die Waffen gezogen und daher wurde auch gleich das Feuer eröffnet. Stadnik war auch mit ein paar übrig gebliebenen Wild Ones angereist und in der Bar kam es zu einem wilden Feuergefecht. Stadnik nahm unter einem Tisch Deckung und Boutor konnte den Hinterhalt auch überleben, doch es verloren trotzdem einige Mitglieder ihr Leben. Boutor setzte auch alles daran, um herauszufinden, wer hinter dieser Tat steckte und ihm gelang es auch. Daher schickte er auch seinen wichtigsten Hitman, Yves Apache Trudeau, um den Job zu erledigen und dieser war wie immer erfolgreich. Stadnik kehrte nach Hamilton zurück und dort konnte er nur noch feststellen, dass seine Gang sich selbst aufgelöst hatte. Er beschloss aber weiterzumachen und so ging er nach Montreal. Stadnik hatte sich dazu entschieden, dass er All-In gehen würde und so trat er den Hells Angels bei. Es würde nicht lange dauern, bis er zu einem Full-Patched-Member werden würde. Er und die übrig gebliebenen Wild Ones lebten von da an in Montreal, doch sie würden einige Jahre später nach Hamilton zurückkehren. Sie wollten dort auch erst unter dem Radar schwimmen, doch das klappte nur bedingt. Ein Member kam mit seiner Freundin in einen Drogenrausch. Das Mitglied wurde durch den Rausch paranoid und so versuchte er seine eigene Freundin aus dem Weg zu räumen. Er schoss mehrere Schüsse, wodurch ihr Sohn und eine Freundin tödlich verletzt wurden. Daraufhin flüchtete er aus der Wohnung und er irrte durch die Straßen, wo er nur noch komische Sachen machte. Er schoss mit seiner Waffe auf jeden, den er sah, doch das brachte nichts, da sowieso keine Munition mehr in der Waffe war. Die Polizei schritt dann ein und sie verhafteten das Hells Angels Mitglied. Dieser Vorfall schadete dem Club direkt, denn sie gelten ab diesem Zeitpunkt als gefährlich und als außer Kontrolle. Stadnik wollte unbedingt ein Charter in der Gegend gründen, doch durch diesen Vorfall schien es fast schon unmöglich. Der Erzfeind von Stadnik, Parente, hielt sich immer noch in der Gegend auf und er wollte alles dafür tun, dass sich die Hells Angels in der Gegend nicht etablieren konnten. Parente fuhr eines Tages durch Ontario und da sah er zufällig zwei Hells Angels aus Montreal. Sie saßen im Bus nach Vancouver.
Wütend begann Parente und seine Outlaws auf den Bus zu schießen, als dieser anhalten musste. Sie hatten die klare Absicht, die beiden Hells Angels aus dem Weg zu räumen, doch sie waren erfolgslos und zum Glück wurde niemand verletzt. Die Bemühungen von Parente waren umsonst, denn die Hells Angels konnten kurze Zeit später ein Charter in British Columbia eröffnen. Bouton war ein Unterstützer von Statnik und daher trafen ihn die Ereignisse vom 8. September 1983 auch schwer. Bouton wurde in einer Bar von einem Gesetzlosen ermordet. Viele gingen davon aus, dass der Fall von Bouton auch das Ende von Statnik bedeuten würde. Er sprach kein Wort Französisch, obwohl er in einem Charter war, was überwiegend Französisch sprach. Doch die Situation würde sich wieder einmal ändern. Der Nachfolger von Bouton war Michel Sky Longlong und dieser hatte entschieden, dass Statnik die größte Hoffnung darstellte. Er sollte die Hells Angels in Ontario etablieren. Statnik bekam auch zu dieser Zeit sein Filthy Few Patch. Die Unterwelt von Hamilton wurde zu dieser Zeit von drei Mafia-Familien beherrscht, Papaglia, Musitano und Lupino. Das machte Hamilton zu einem gefährlichen Ort für Statnik, denn auch die Outlaws waren dort an der Macht. Der Anführer der Papaglia-Familie, Johnny Papaglia, einer der gefürchtetsten Männer der kanadischen Mafia, war für seine Abneigung gegen die Rocker bekannt. Er machte auch deutlich, dass er keine Hells Angels Gruppe in Hamilton wollte. Es kam auch zu einem weiteren Schicksalsschlag für Statnik, denn er wurde Mitte der 80er bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, als er mit seinem Motorrad in ein Auto raste. Statnik wurde schwer verletzt und es kam auch zu bleibenden Schäden. Als er im Krankenhaus war, wurden auch die Hells Angels damit beauftragt, sein Zimmer zu bewachen, denn Statnik hatte eine dauernde Zielscheibe auf seinem Rücken. Statnik konnte sich wiederholen und so kehrte er zu seinem alten Leben zurück. Die Outlaws planten immer wieder, Statnik aus dem Weg zu räumen und sie wussten auch, wo er sich immer wieder aufhalten würde. Sie hatten einen Angriff geplant und sie würden ihn auch durchführen, doch die Polizei konnte sie noch im letzten Moment aufhalten und verhaften. Statnik besuchte immer wieder das Murder Charter in Montreal und dort lernte er auch einen anderen Hells Angel kennen. Es war Maurice Boucher. Die beiden sprachen zwar nicht die gleiche Sprache, doch es entstand eine Freundschaft und Boucher wurde später zu einem Full-Patched Mitglied. Statnik war immer wieder bemüht, die Macht der Hells Angels zu erweitern und daher sprach er auch immer wieder mit anderen Clubs, um einen Patchover zu erzielen. Ende der 80er würde Statnik auch seinen finalen Aufstieg bei den Hells Angels verzeichnen können, denn er wurde zum nationalen Präsidenten. Longlong musste nach Marokko fliehen, denn die Behörden hatten es auf ihn abgesehen und wenn sie ihn erwischen würden, würde ihm eine lange Haftstrafe drohen. Doch zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Hells Angels im Bruch, denn es war viel passiert und die Behörden hatten viele Mitglieder verhaftet. Boutons Hitman Trudeau wurde zu einem Kronzeugen und das sorgte für viele Verhaftungen. Die Angels schienen Statnik als ihren Präsidenten gewählt zu haben, da er der beste Mann war, um das Schicksal des Clubs zu wenden. Er sollte den Angels ermöglichen, in die anderen Provinzen zu expandieren. Statnik war ab diesem Zeitpunkt an der absoluten Macht bei den Hells Angels. Er wandte sich auch an einen alten Freund, der ihn von da an helfen sollte, die Hells Angels zu führen. Er ernannte Maurice Boucher zu seinem Lieutenant in Quebec und seine einzige Aufgabe war es, die Operation in der Gegend zu leiten. Statnik konzentrierte sich von diesem Zeitpunkt an darauf, die Hells Angels Operation in Kanada zu leiten. Statnik befasste sich von da an immer mehr damit, unabhängige Clubs zu den Hells Angels zu bringen und er war auch ziemlich erfolgreich. Er wurde jedoch auch einmal verhaftet, als er in einem Haus erwischt wurde, wo über 310 Gramm Haschisch aufgefunden wurden. Die Anklage wurde jedoch fallen gelassen, da das Hasch ihm eben nicht gehörte. Anfang der 90er Jahre begriffen auch die Behörden, welche Macht Statnik mittlerweile erhalten hatte. Er stritt zwar offiziell ab, dass er der nationale Präsident war, doch die Behörden waren sich sicher, dass dies der Fall war. Die Polizei hielt ihn für einen der gefährlichsten Hells Angels von Kanada und daher wurde er auch überwacht. Statnik wurde von den Quellen beschrieben, dass er taktisch viel besser vorging wie sein Erzfeind Parente. Parente konzentrierte sich nur auf Ontario, während Statnik versuchte, das ganze Land unter seine Kontrolle zu bringen. Statnik hatte sich über das ganze Land verteilt Unmengen an Kontakte angehäuft und so war er die ganze Zeit unterwegs, um neue Rocker anzuwerben oder Drogen zu verkaufen. Er hatte zwar viele Freunde, aber natürlich auch sehr viele Feinde. Aber um die kümmerte sich Maurice Boucher. Dieser wollte in einem Rockerkrieg gegen die Rock Machine den ganzen Club vernichten, während Statnik einen diplomatischeren Ansatz verfolgte. Statnik war immer wieder erfolgreich und so konnte er immer wieder Clubs dazu bringen, zu den Hells Angels zu wechseln. Mitte der 90er würde ihn aber ein Fehler einholen. Er gründete die Demon Keepers, die ein Supportclub der Hells Angels waren. Der Club wurde von Danny Kane geleitet. Die Demon Keepers waren aber ziemlich unerfolgreich und während ihrer kurzen Existenz war es ihnen kein einziges Mal gelungen, Drogen zu verkaufen.
Die Demon Keepers waren ein kompletter Reinfall und daher lösten sie sich auch kurze Zeit später wieder auf. Kane war danach so verbittert, dass er beschloss, Informant zu werden. Kane glaubte, dass Statnik das Scheitern der Demon Keepers inszeniert hatte, um ihn zu demütigen. Auch ein weiterer Feind innerhalb der Hells Angels war Scott Steinert. Dieser wollte unbedingt nationaler Präsident werden und er nutzte auch jede Gelegenheit, um Statnik schlecht zu machen. Mitte der 90er gründete Statnik dann zusammen mit Maurice Boucher dann das Nomad Chapter. Es war sowas wie die Elite der Hells Angels und sie waren für die harten Sachen verantwortlich. Kane war währenddessen immer noch ein Informant von der Polizei und er verriet ihnen immer wieder, was die Pläne von Statnik waren. Es ging aber auch um die Fehde von Statnik und Steinert. Doch auch mit Informanten war es schwer, an Statnik ranzukommen. Er war schlau und er hatte natürlich auch genug Geld, um sich zu verteidigen. Um die Jahrtausendwende kam dann der große Triumph von Statnik und den Hells Angels. Denn es kam zu einem Treffen von den Hells Angels und Vito Rizzuto, dem Boss der Rizzuto-Familie. Dabei wurde der Kokainpreis von Kanada verhandelt. Die Mafia-Familie und die Hells Angels waren mittlerweile die mächtigsten Organisationen der Unterwelt und daher wurde das Gebiet auch fair aufgeteilt. Doch auch die Behörden waren ihnen auf den Fersen und nur ein Jahr später wurde die Operation Springtime ins Leben gerufen. Dabei wurde ein Haftbefehl gegen Statnik wegen 13 Anklagepunkten durchgeführt. Doch Statnik war bereits nicht mehr da und es stellte sich heraus, dass er in Jamaika war. Doch durch den Haftbefehl wurde er auch dort festgenommen. Statnik wurde dann wieder nach Kanada ausgeliefert und dort wurde dann der Prozess gemacht. Anfangs verhielt er sich noch relativ gelassen, doch als der Richter ihm sagte, dass Kane schon lange ein Informant sei, wirkte er unruhig. Der Prozess gegen Statnik begann dann und es ging um heftige Vorwürfe. Der Staatsanwalt argumentierte, dass Statnik für 13 Fälle des vorsätzlichen Mordes schuldig sei, als Anführer der Hells Angels. Er sagte, dass Statnik von den Morden wusste und nichts dagegen tat. Doch der Richter sah nicht genügend Beweise dafür und daher wurden die Mordanklagen fallen gelassen, doch es gab noch genügend andere Punkte. Am 13. September 2004 wurde Statnik zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. 10 Jahre später wurde er jedoch wieder unter strengen Bewährungsauflagen entlassen, die im Jahre 2019 enden würden. Im Jahr 2018 wurde berichtet, dass er als Bauarbeiter beschäftigt war. Trotz seiner Verurteilung hatte Statnik die Hells Angels zu einem derart dominanten Club gemacht, dass der Club auch ohne ihn gut funktionierte. Statnik war wahrscheinlich einer der wichtigsten Anführer für die Hells Angels. Doch nun würde mich wie immer eure Meinung dazu interessieren. Schreibt mir diese gerne in die Kommentare und damit bedanke ich mich fürs Einschalten.